Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 und heute am vorletzten Spieltag, nämlich am 33. der virtuellen Fußball-Bundesliga, treten wir mit dem Hamburger Sportverein auswärts gegen 1899 Hoffenheim an. Und für die Hoffenheimer, die hier virtuell auf Rang 10 liegen, geht es eigentlich um nichts mehr, denn sowohl der Abstieg als auch Europa, von beiden Sachen sind sie hier virtuell zumindest weit entfernt. In echt sieht das ja in Sachen Abstieg ein bisschen anders aus, aber für uns, für den Hamburger Sportverein, geht es noch um eine Menge, denn nach dem Heimsieg am letzten Spieltag 4:1 gegen Wolfsburg sind wir nach Punkten mit dem BVB, mit Borussia Dortmund gleichgezogen und ja, die letzten zwei Spieltage, das wird nochmal ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die deutsche Meisterschaft und damit wir echt gute Karten haben, soll natürlich heute den Auswärtssieg gegen den Tabellenzehnten her. Die Hoffenheimer spielen das letzte Mal in dieser virtuellen Fußball-Bundesliga-Saison vor heimischem Publikum, wollen dann natürlich auch nochmal überzeugen. Ob sie das können gegen uns, ist eine andere Frage, aber ich bin auf jeden Fall heiß und will hier unbedingt den Auswärtssieg. Ist doch klar. 1899 Hoffenheim gegen den Hamburger Sportverein Bundesliga. Stade Municipal, 11. Mai 2013, Anstoß 15.30 Uhr, Schiedsrichter Heimo Wasserschneider, Weltklasse 6 Minuten und es wird heiter sein. Bei den Hoffenheimern Tim Wiese, der ein echt in Ungnade gefallenes Ex-Bremer, deswegen mag ich ihn auch nicht besonders als HSV-Fan, im Tor. Dann Andreas Beck, Marvin Kompea, Yannick Westergaard, Fabian Johnson, Sebastian Rudi, Tobias Weiß, Patrick Ochs, dann Schröck, Sead Salihovic und Erin Derdiok im Sturm. Ex-Leverkusener, Leverkusen dann ja auch unser nächster und letzter Gegner in der Rückrunde und in der gesamten Saison. Und der HSV mit folgender Ausstellung: Rini Adler im Tor, dann Dennis Siegmeier, Heiko Westermann nach Rotsperre zurück, Michael Manzian, Dennis Aogo, Milan Badei, Pertti Jedacek, Heuminson, Marcel Janssen ist nach seiner Verletzung auch wieder in der Startelf, Rafael van der Vaart und im Sturm Artyoms, Ruri Rudnes. Wie immer, Bestbesetzung, wenn nicht gerade jemand rot oder gesperrt ist oder verletzt. Und ja, mit dieser Mannschaft will ich hier unbedingt gewinnen. Usami ist verletzt bei den Hoffenheimern. Letzte drei Ergebnisse: 0-2 gegen Bremen, 2-0 gegen Nürnberg und auch ein 2-0-Sieg gegen Bayern 04 Leverkusen. Also durchwachsen, wie es eben auch die Tabellenposition als 10. Der spielen genauso wie wir im 4-2-3-1. Und ja, die letzten beiden Spieltage haben ja die Besonderheit, dass alle Spiele gleichzeitig stattfinden. Das ist auch hier, oh, schön Wiese ausgetrickst. Oh, der hat ja ein süßes Zöpfchen, der gute Tim. Das ist auch hier virtuell nicht anders. Also alle Spiele werden jetzt gleichzeitig laufen. Es wird sozusagen ein Live-Duell zwischen uns und Dortmund. Ich bin mal gespannt, wer heute die Nase vorn hat. Ja, wir haben natürlich auch wieder den Stadionsprecher hier in Sinsheim, der Hoffenheimer, gekauft. Denn sonst würde uns ja nicht so euphorisch ankündigen. Und ja, Tim Wiese mit schönen Zöpfchen auf vierter Position, warum auch immer. Eigentlich geht der Torhüter hier mal als zweites raus. Ah, jetzt ist er auf der zweiten Position, hat dann wahrscheinlich seinen Fehler bemerkt und ist nach vorne gerückt. Und ja, ich erwarte eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, weil die Hoffenheimer eben letztes Spiel vor heimischem Publikum wollen sie auch nochmal, auch wenn es für sie eigentlich um nichts mehr geht, uns ein bisschen in die Suppe spucken vielleicht. Generell muss ich sagen, dass ich von Hoffenheim, von der Mannschaft, nicht so ein riesiger Fan bin, denn ist eben mehr oder weniger so eine zusammengekaufte Söldnertruppe von Dietmar Hopp. Kein Traditionsverein einfach und ja, die Mannschaft ist mir einfach nicht sympathisch. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie absteigt, aber das kann man ja eigentlich eh nicht beeinflussen, sondern muss einfach es so nehmen, wie es kommt. Mein Verein, der HSV, ist nicht vom Abstieg bedroht, aber in echt ist es mit Europa nach dem 1:1 gegen Wolfsburg letzte Woche dann doch echt ja, schwierig geworden. Europa ist in weite Ferne gerückt, aber hier virtuell haben wir die Champions League schon fest in der Hand und die Meisterschaft immer noch fest im Blick. Das Double ist ja sogar immer noch drin. Nach dem letzten Spiel in der nächsten Folge dann gegen Leverkusen haben wir noch das Pokalfinale gegen Frankfurt und hoffentlich können wir da rein dann als Meister gehen. Hier nochmal die Ausgangssituation in der Tabelle. 73 Punkte haben beide, sowohl Dortmund als auch wir. Allerdings die Dortmunder mit der 5 Tore besseren Tordifferenz. Also vielleicht wäre ein Schützenfest gar nicht so schlimm. Dann könnten wir sogar am letzten Spieltag noch mit gleichen Punkten von der Tordifferenz her besser sein. Aber da müssten wir schon relativ hoch gewinnen. Gegen diese Hoffenheimer Mannschaft, Salihovic und Derdiok, würde ich da als gefährlichste Spieler sehen. Und Wiese ist eigentlich auch ein echt solider Torhüter. Muss man sagen, bei aller Rivalität, weil er Ex-Bremer ist und generell mag ich ihn von der Persönlichkeit nicht her. Aber muss man einfach sagen, der Typ ist gefährlich, aber wir haben ja jemanden, der uns die Tore immer wieder schießt. War letzte Woche auch der Fall. Rafael van der Vaart, Top-Torjäger hier in der virtuellen Fußball-Bundesliga.
und wird wahrscheinlich auch die Torjägerkanone ergattern, aber viel wichtiger ist, dass er mit seinem Club hier noch Titel ergattert und die Chance haben wir immer noch. Es ist schönes Wetter hier in Sinsheim, einer sonnigen Ecke im Süden Deutschlands und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Wetter irgendwie für schön Wetterfußball, ne? Ne, eigentlich nicht, für Gewinnerfußball nutzen können. Jansen, das ist der Einsatz, den lobe ich mir. Gibt Einwurf für die Hoffenheimer. Compeer schlägt den Ball da erstmal ganz rustikal raus, aber der kommt schnell zurück. Oh, Fehlpass von Aogo. Da wäre mehr drin gewesen. Dann waren sie gerade, glaube ich, hinten ein bisschen unkoordiniert. So, Johnson. Im Zusammenspiel mit Schröck. Die Hoffenheimer von alter Westermann. Was machst du denn? Muss man es hier hinaus dingsen. Die Hoffenheimer in den blauen Trikots von links nach rechts spielend übrigens. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen. Der HSV in der Heimkluft mit den Rothosen. Oh, und Rudi, der Kapitän der Hoffenheimer, kriegt ja irgendwie freies Geleit. Weiß. Boah, Adler ist da. Boah, und Badel kann im letzten Moment klären. Das war kritisch, diese Situation. War wirklich gefährlich gerade. Aber haben wir haben doch recht gut geklärt. Rutenefs, wunderschön in den Lauf von Raphael van der Vaart. Van der Vaart, er ist durch. Van der Vaart. Van der Vaart. Ah, komm, Rutenefs. Rutenefs. Jansen, was ein Duseltor. Das war eigentlich nicht gut gemacht. Ich wollte ihn kurz zu Jansen legen, habe ihn dann viel zu weit zu Rutenefs noch gelegt. Der kommt aus diesem Spitzenwinkel noch zum guten Schuss. Wiese kann den Ball nur an den Pfosten prallen lassen. Und kurioserweise steht Jansen dann vor der Linie und kann den zur Hamburger Führung rüberdrücken. Ja, Wiese ist da noch irgendwie dran, Compeer kommt nicht mehr ran und Wiese liegt dann am Ende nicht mal mehr im Tor, sondern wirft sich außen gegens Netz. Interessanter Treffer, ist mir auch noch nicht so oft gelungen, aber unterm Strich führen wir 1-0 und das ist der Start, den ich mir natürlich gewünscht habe. So kann es weitergehen. Boah, das war ein schöner Pass, den hatte ich eigentlich flacher gesehen, aber die Perspektive hat da ein bisschen verzerrt. Der Diok! Eren Derdiok mit der prompten Antwort per Kopf. Ja, das ist natürlich ein 1 gegen 1 Kopfballduell, das er dann verliert und Adler kommt auch nicht mehr ran. Der gute Badel da in der Mitte ist nicht der Kopfballstärkste, aber es macht Derdiok natürlich auch stark. Setzt seinen ganzen Körper ein und wuchtet das Ding ins Tor, der Schweizer Nationalspieler. Und damit ja, fangen wir wieder bei 0 an. Herrlich. Nicht. Komm, Jansen. Ah, zu langsam da. Egal, kein Problem. Druck machen wir auf Compeer direkt. Jawohl, dann kriegen wir nämlich den Ball direkt wieder. Van der Vaart 26 Tore in der gesamten Saison. Ich glaube 24 in der Liga und 2 im Pokal. Also der ist wirklich die, ja, Torversicherung für uns. Der Mr. Zuverlässig, den wir auch brauchen. Ah, Westermann schwach und Dortmund führt gegen Wolfsburg. Das ist keine frohe Kunde für uns, denn damit würde Dortmund wieder 2 Punkte nach dem aktuellen Spielstand von uns weggehen. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Saliovic gegen Michael Mancien. Saliovic. Badel, diesmal ist er da. Kein Rückpass. Richtig gesehen von den Unparteiischen. So, Jansen. Gib mal in den Lauf von Jelacek. Der hat jetzt ein bisschen Platz auf der Seite. Ist eigentlich kein Flügelspieler, wobei er unter Fink ja auf der Außenposition spielt tatsächlich. Gibt zu Van der Vaart in die Mitte. Wiese bekommt noch eine Hand dran, lenkt den Ball dann gegen die andere Hand, geht zum Eckball ins Aus, den bringt Van der Vaart rein. Wiese, da sah er nicht so gut aus in dieser Szene. Komm, Jansen, den hast du. Schön, aber Westermann ist jetzt nicht gerade der Schussgewaltigste und auch nicht gerade der Passgenaueste, wie man hier gesehen hat. Na gut, Chance vertan. Und Dortmund macht natürlich jetzt Druck auf uns. Die Spieler wissen vielleicht das Ergebnis noch nicht, aber ich weiß es als Trainer und muss natürlich dementsprechend reagieren. So. Ah, gut, es kommt nicht durch gegen Compeer und direkt geht die Post in die andere Richtung ab. Über Saliovic vom Westermann. Diesmal gewinnen wir das Kopfballduell gegen Derdiok. Aber die Hoffenheimer spielen ja nicht schlecht, muss ich sagen. Perfektes Fußballwetter und ein spannendes Spiel bisher. Oh, und Rudi ist vollkommen blank und vollendet zur 2:1 Führung für Hoffenheim. Ja, Westermann, das war sein Fehler. Mancien hat da Derdiok gedeckt, nach dem ersten Tor definitiv berechtigt, aber Rudi vollkommen frei und das lässt sich der Hoffenheimer Kapitän nicht nehmen. Ah, Mann. Und Saliovic zaubert jetzt da natürlich im Mittelfeld. Jetzt haben sie natürlich Oberwasser. Oh, der darf natürlich nie durchkommen. Derdiok, Mancien, das hat er jetzt stark gemacht, der Michael.
Und Son macht da jetzt ein paar Meter. Zieht zwei Mann auf sich. In der Mitte lauert Van der Vaart. Aber die Hoffmannen stellen das da ganz gut zu. Haben eine gute Defensivleistung hier bisher gezeigt. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und weite Bälle in die Spitze sind das Rezept, was der Trainer Markus Gisdol anscheinend ausgegeben hat. Der in echt noch den Abstieg verhindern will. Hier virtuell hat er den schon verhindert. Oder vielmehr die Vortrainer. Ach, Jansen. Das ist alles nicht genau genug, was wir da gerade spielen. Aber den Ball schnell wieder nach vorne bringen. Den Ausgleich vor der Pause hätte ich schon recht gerne. Und Van der Vaart ist eigentlich der Mann dafür. Aber Compaire, die wissen natürlich um die Stärke des Hamburger Kapitäns. Oh, Badell. Schön gemacht. Schön reingerutscht. Und Weiß auf Rudi. Der zurück auf Weiß. Doppelpass. Schön gemacht, aber den muss Adler haben. Und so ist es auch. Und direkt den Ball nach vorne. Auf Son, weil da ist jetzt eine kleine Lücke. Und Van der Vaart zieht Compaire auf sich. Geht ein paar Meter. Warum denn auch nicht? In den Lauf zu Jansen. Schön gespielt. Jansen, was macht er? Auf Rudnevs. Wunderschön gemacht. Jansen tänzelt da kurz über den Ball. Guckt sich den Strafraum der Aufnahme genau aus. Hier sehen wir es nochmal kurz. Zack, zack. Und Rudner ist wunderschön bedient. Weiß ist dann natürlich im Kopfballduell benachteiligt, der von der Größe her. Und deswegen macht Rudner es auch per Kopfballtreffer hier jetzt den Ausgleich. Der verdient es, muss ich sagen. Denn Hoffmann spielt zwar auch gut, aber eben ähnlich gut wie wir. Und deswegen ist der Ausgleich definitiv hier berechtigt, würde ich sagen. So, Van der Vaart lässt den Hoffmann einfach mal über sich springen. Aber ich dachte, Jansen steht da. Aber da habe ich mich getäuscht. Boah, Compaire, wo holt er den? Passt den raus auf Beck? Beck. Immer noch Beck. Boah, und da kommt ein Hoffmann mal per Kopf ran, gerauscht von hinten. Son, komm, den hast du, Son. Gegen Saliovic. Schön, Westermann. Und jetzt ist Platz da. Jetzt ist Platz da. Und das macht Van der Vaart natürlich sehr, sehr gut. Ach. 3 gegen 4. War keine Überzahlsituation, aber hätte man trotzdem besser ausspielen können. Definitiv. Oh, Son, ein Pass ins Nirvana des Mittelfelds. So, den sollte Adler jetzt eigentlich haben. Genau. Den pflückt er sich runter. Bedient Son. Nee, Aogo ist es. Gar nicht Son. Und weiter geht's. Van der Vaart auf Jedalcheck. Da müsste Jansen jetzt eigentlich mal nachrücken. Van der Vaart, bekommt er den? Gegen Compaire? Nee, aber wir kriegen einen Einwurf zugesprochen. Und zwar in, ja, nicht allzu schlechter Position. Immer wieder suchen wir natürlich Van der Vaart beim HSV hier. Der wird zu Fall gebracht. Son, den spielt er eigentlich stark, aber Dietmar kommt nicht ganz ran. Son in der Mitte. Ah, ärgerlich. Da war mehr drin in dieser Situation. Der Diok will den Konter fahren, aber es wird abgepfiffen und ein spannendes Spiel definitiv. 2:2 zur Pause ist in Ordnung das Ergebnis, aber man muss einfach unterm Strich sagen, wenn Dortmund hier jetzt auf 2 Punkte wegzieht, dann wird die Aufgabe am letzten Spieltag wirklich schwer, vor allem weil wir mit Leverkusen da noch einen deutlich stärkeren Gegner haben. Hier nochmal der Ausgleich und dann auch die Führung. Die Tore sind bis jetzt immer nach Flanken gefallen. Hier, dass der Ball da auch durchkommt, da muss so einer zum Ball gehen. Ärgerlich, aber kein Problem, Jansi mit wunderschöner Flanke und Wiese keine Chance gegen den wuchtigen Kopfball von Artjom Zerutnevs. So, die anderen Ergebnisse. Mainz-Gladbach 1:1, Leverkusen führt 1:0 gegen Hannover 96, Düsseldorf-Nürnberg 0:0 unentschieden, die Bayern führen zu Hause gegen Augsburg 1:0, genauso wie Schalke gegen den VfB Stuttgart, Greuther Fürth 0:1 gegen Freiburg zurück, genauso wie Wolfsburg gegen Dortmund leider, hat sich nichts dran geändert und Bremen zur Halbzeit unentschieden 1:1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. So, erstmal will ich nichts an meinem Spiel verändern, ich denke, die Führung ist auch in der aktuellen Formation mit den aktuellen Spielern drin. Und Auswechslung brauche ich noch nicht. In der Halbzeit konnten sich ja alle ein bisschen regenerieren. Oh, jeder Check. Da dachte ich schon, der Ball wäre weg, aber ja, wir haben ihn doch noch wiedergeholt. So, Van der Vaart nimmt einfach mal Dietmeier mit. Der revanchiert sich und passt zurück zu Van der Vaart. Der zu Badell, der zu Rudnevs. Rudnevs. Ha! Dietmeier war es nicht, aber jeder Check, Badell. Ach, Mann. Das war gar nicht Dietmeier, das war Badell, der da
Jiracek meine ich natürlich, der in schöne Schussposition gegangen ist. Mein Gott, komme ich hier gerade ein bisschen mit den Namen durcheinander. 18 Saisontore bereits für Artyom Rudnev. Schöner Pass. Das ist ein schöner Pass. Und Van der Vaart, der kann jetzt mal gegen Westergaard eigentlich, dachte ich, in den Strafraum ziehen. Aber das Duell geht an den schlagsigen Innenverteidiger der Hoffenheimer. Und das ist natürlich ein Weltklasse-Pass auf Schröck. Da ist meine Defensive komplett offen. Boah, aber Mancien stoppt da nochmal. Gefährlicheres von Derdiok ausgehend. Und das ist auch gut so, weil der, haben wir schon gesehen, hat einen guten Kopfball drauf. In der ersten Halbzeit haben wir das gesehen. Mussten wir spüren. Oh, wieder ist es da Westergaard, der dieses Duell gewinnt. Also die Hoffenheimer stehen jetzt sicherer. Und das Mittel sind anscheinend lange Bälle. Wolfsburg Ausgleich gegen Dortmund. Das ist natürlich klasse. Das sollte mir gleich mal Aufwind geben. Jetzt hier möglichst die Führung zu machen, weil dann führen wir am 33. Spieltag, wenn es so bleiben würde, die Tabelle an. Und wer hätte das gedacht? So, Diekmeyer. Über außen, der kann eigentlich flanken, der Dennis. Dennis Diekmeyer auf Rudnevs, der rutscht knapp vorbei. Jansen holt sich den Ball zurück. Rudnevs, ah, kommt nicht ran. Jiracek, kommt ran, kommt doch nicht ran. Meine Güte. So, Salihovic. Ah, Badel, das verteidigt er sehr, sehr gut. Im defensiven Mittelfeld eine ganz wichtige Konstante in unserem Spiel. Und Van der Vaart, ja. Wir erwarten alle was von Van der Vaart, aber die anderen müssen auch mal. Rudnevs, warum nicht? Ball ist noch heiß. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, Badel, auch den holt er sich. Also Milan Badel gerade ganz, ganz wichtig, was der gerade für unser Spiel tut. Son, Diekmeyer geht mit. Schön gesehen, aber Johnson. Fabian Johnson holt sich das Ding und wieder weit in die Spitze. Aber auch das Kopfballduell geht an den HSV. Rudnevs kommt da fast noch ran. Also jetzt schwimmen sie gerade ein bisschen hinten, die Hoffenheimer. Können sich da nicht wirklich befreien. Außer halt mit diesen langen Bällen. Foul habe ich auch so gesehen. Oh, der Pass sollte natürlich nicht sein, aber Jiracek schön angelt sich das Leder wieder. 67. Minute. Ja, erster Wechsel könnte man schon mal in Erwägung ziehen. Aogo über die Flanken hat es bis jetzt gut funktioniert. Und es gibt Eckball, sehr schön. Und ich glaube, ich werde mal Meister für Son reintauschen. Als ersten Wechsel. Noch ändere ich nichts an der Formation, weil Dortmund halt auch zurückliegt. Das ist im Moment unser großer Vorteil. Und deswegen müssen wir noch nicht komplett auf Sieg spielen. Auch die Hoffenheimer scheinen einen ersten Wechsel unter ihrem Coach Markus Gisdol vorzubereiten. Roberto Firmino kommt für den eher blassen Sead Salihovic und Beister für Son. Also zwei Offensivkräfte oder eine Offensivkraft jeweils auf einer Seite. Schwache Ecke von Van der Vaart und Wiese. Was macht er mit seiner schicken Zöpfchenfrisur? Schickt den Ball weit nach vorne. Komm, Rudnevs, den hast du. Wird er zwar bedrängt bei der Ballannahme, aber kann den Ball zwar behaupten, aber dann mit einem Fehlpass. Und das schmeckt mir natürlich gar nicht. Diekmeyer im Duell mit Schröck. Adler, den musst du haben, den hast du sehr gut. Also René Adler heute bei den Toren machtlos, muss man einfach sagen. Aber sonst mit einer sehr soliden Leistung versprüht er das richtige Maß an Sicherheit hinten. Oh, Weiß. Weiß, der macht sich nicht nass von uns. Ah, Mann. Firmino, der neue Mann. Aber der Pass sollte im Auslanden. So ist es auch. Und damit keine Gefahr für das Tor von René Adler. Ah, Jansen, der baut auch ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. So. Schöner Pass von Jiracek auf Rudnevs. Der revanchiert sich mit einem schönen Pass zurück. Badel! Milan Badel! Das ist ein super wichtiges Tor, dass der Mittelfeldstratege hier schießt. Wiese diesmal keine Chance gelassen. Flach vollendet. Rudnevs legt das gute Stück vor. Und das könnte schon die halbe Miete sein. Meine Güte. Okay, wie machen wir es jetzt? Wie machen wir es jetzt? Wie machen wir es jetzt? Ich glaube, so machen wir es. Van der Vaart lassen wir auf jeden Fall drin. Und für Badel, der gerade ein ganz wichtiges Tor geschossen hat, kommt jetzt mal Slobodan Rajkovic in die Partie. Und Ringkorn wird Jansen ersetzen. Und geht mal ins zentraldefensive Mittelfeld. Defensiver kann ich nicht wechseln.
damit setze ich vieles auf eine Karte, weil wenn Dortmund jetzt noch ein Tor schießt und wir jetzt noch irgendwie was kassieren könnten oder so, keine Ahnung, aber wir haben momentan die 3 Punkte, haben das Spiel gedreht, das ist sehr gut, Rajkovic und Rincon, 2 Defensive für Bardell und Jansen. Bardell könnte heute Matchwinner werden, 77 Minuten gespielt und wir führen gegen Hoffenheim, jetzt mit einer Fünferkette am Start, Foul von Van der Vaart, Vorteil, okay. Der Ljok trickst sich dadurch mehrere Leute, bedient Ox wunderschön, aber nichts war's in diesem Fall. Mit einer schönen Flanke. Firmino deckt da die Passoption ab, aber da konnten wir uns gut rauswinden sozusagen aus dieser, in Anführungszeichen, Falle. So, Van der Vaart. Mancien mal auf Beister. Maxi Beister. Schön Van der Vaart bedient. Er gibt den Ball lieber nochmal raus zu Diekmeyer. Diekmeyer mit der Flanke, klappt nicht. Und jetzt alles zurück da. Diekmeyer fehlt jetzt hinten. Und mit Beister mache ich auch mal einen schönen Lauf. Der Diok macht das schön. Verarbeitet den Ball sehr, sehr gut für Mino. Ah, Mancien. Macht auch ein gutes Spiel für mich. Aus meiner Perspektive. Und ja, Beister, du müsstest dich irgendwie mal ein bisschen besser anbieten als das. There we go. Schön gespielt, wunderschön gespielt. Rudnevs. Boah, aus diesem Winkel hämmert der das Ding zum 4:2 rein. Und das ist selbst ein bisschen überwältigt. Ganz heftig gemacht. Zieht das Ding an den Innenpfosten, von da springt es rein. Und das ist die Entscheidung. Und wenn es jetzt bei Dortmund-Wolfsburg gleich steht, dann führen wir, ich glaube, fast das erste Mal in diesem Let's Play die Tabelle an und haben es in der eigenen Hand am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das wird dann zwar noch wahrscheinlich noch eine echte Zitterpartie, aber kein Problem. Aber die Hoffenheimer könnten natürlich jetzt auch nochmal kommen. Mancien macht das stark. Und es geht wieder über Maxi Beister. Nee, geht es nicht, weil er den Ball gegen Fabian Johnson verliert. Boah, und die Hoffenheimer durch Firmino kommen nochmal ran. Ganz kühn, ganz trocken gespielt. Und da darf man sich nicht zu sicher sein. Da, Westermann geht raus. Ich will ihn unbedingt umgrätschen. Und das ist natürlich alles andere als gelungen. Ja, und da habe ich eben schon getönt. Und jetzt das. Komm, Beister. Warum holt sich Beister den nicht? Warum holt sich Beister den nicht? Das darf ich jetzt nicht verspielen auf dem Weg zu meiner Meisterschaft hier. Die ich unbedingt will. Das darf ich nicht verspielen einfach. Boah, der Diok aber Zentimeter am Kasten vorbei. Also meine ganzen Passoptionen werden jetzt natürlich zugestellt. Vorne. Spielen jetzt alle recht offensiv, die Hoffenheimer. Die gesamte Mannschaft. Der Diok, tricksen, tricksen, tricksen kann er, das zeigt er hier. Aber ein Lucky Punch brauchen sie nur. Schön gemacht. Und Beister, der muss jetzt für Entlastung sorgen, tut das auch. Setzt Rincon ein und es ist geschafft. Der Hamburger Sportverein gewinnt mit 4:3 gegen 1899 Hoffenheim. Und das war ein heftiges Spiel. Am Ende wurde es nochmal spannend. Wir haben das Spiel zwischenzeitlich lagen wir zurück. Wir haben es gedreht und marschieren weiter in Richtung Meisterschaft, muss man ja so sagen. Ich hoffe wirklich, die Wolfsburger, die wir im letzten Spiel dann noch 4:1 abgefertigt haben, waren nett mit uns und haben gewonnen. Ja, vielleicht gewonnen, das wäre richtig nice, aber haben mindestens den Dortmundern mal 2 Punkte abgetrotzt und einen Unentschieden geholt. Ah, FIFA informiert ja immer nicht so gerne darüber. Die ganzen anderen Tore wurden uns ja auch nicht angezeigt bisher. Bin ich mal sehr gespannt. Die Hoffenheimer natürlich enttäuscht, die haben gut gekämpft, aber defensiv dann doch zu wenig. Und Bardell, das war das wichtigste Tor für mich. Das Rudnevs-Tor war halt ein Kontertor, war auch richtig nice. Aber dass Bardell dieses Ding macht als Zentraldefensiver, auch so viele Bälle gewinnt, für mich einer der Schlüsselspieler heute. Hier die zwischenzeitliche Führung der Hoffenheimer, dann Beister, dessen Hereinnahme sich bezahlt gemacht hat, durch dieses Tor eben von Rudnevs, das er macht der Weltklasse. Dann nochmal, ja, vielleicht kurze Hoffnung für Hoffenheim, kurz vor Schluss durch das Tor von Roberto Firmino. Der Joker hat gestochen, aber kein Ding. Rudnevs mit einer 9,6 Spieler des Tages. Heute kein Assist und kein Tor für Van der Vaart, aber wenn es andere richten, ist das auch in Ordnung. Jansen auch mit einer 8,5, habe ich eh nicht stark gesehen. Bardell 7,6, hätte für mich auch zu einer 8,4 verdient mindestens. Bei den Hoffenheimern Sebastian Rudi mit einer 7,7, der am besten bewerteste Spieler. Und immer auf die Spielinfo sehen, denke ich, kann man zufrieden sein mit diesem Sieg und kann auch sagen, er ist einigermaßen verdient, weil wir eben die cleverere Mannschaft waren, die besser mit den Chancen umgegangen ist und deswegen auch gewonnen hat. So, Blick geht jetzt natürlich auf Dortmund.
1:1. Das ist sehr, sehr nice. Und damit haben wir die Tabellenführung. Hamburger Sportverein war einfach zu stark. 1899 Hoffenheim konnte die 3 Punkte im Ligaspiel nicht einfahren. Das 4:3 sahen beide Trainer dem Spielverlauf als angemessen. Und guckt euch das an. Hamburg auf 1. Wer hätte das gedacht? Am Anfang der Rückrunde, dass wir nochmal so gut reinkommen. Bester Mann glücklich beim Hamburger Sportverein. Das ist gut, dass er glücklich ist, denn im letzten Spiel werden wir nochmal brauchen. Hallo Trainer, ich bin froh, dass Sie mir vertrauen und mich immer wieder einsetzen. Vielen Dank dafür. Ja, kein Ding, Heiko. Und vor dem letzten Spiel gegen Leverkusen wird es nochmal richtig spannend. Wir können niemanden schon fürs Pokalfinale, das ist leider so. Ich werde ich werde das ganze Team nochmal loben vor der Meisterschaft. Das muss ich einfach machen. Loben den Hamburger Sportverein. Energie ist Schlüssel zum Erfolg. So sieht's aus. Jean Legrand, diese Begegnung in der Spätphase der Saison könnte weitreichende Bedeutung haben, was die Abschlussplatzierung beider Teams betrifft. Ja, ist auch das letzte Spiel. Der Hamburger Sportverein empfängt Bayern 04 in diesem Ligaspiel. Die Fans hoffen auf 3 Punkte, um die Tabellensituation zu verbessern. Das heißt verbessern, dann würden wir sie halten und Meister sein. Dasselbe gilt natürlich auch für die Fans der Auswärtsmannschaft. Und da der Hamburger Sportverein in der Tabelle aktuell besser da steht, könnten sich die Gegner, die sich vom Gegner absetzen. Am letzten Spieltag wäre das nicht schlecht, ne? So, André Schürrle müssen wir stoppen, der soll ja auch zu Chelsea gehen, talentierter Topspieler, keine Frage, auch in echt bin ich da derselben Meinung. Und beim nächsten Mal wird es dann das Vorfinale sozusagen geben, das Finale in der Meisterschaft, wir haben dann natürlich noch das Pokalfinale. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao und ich fiebere dem Finale um die Deutsche Meisterschaft, dem großen Duell zwischen dem BVB und uns, euphorisch entgegen. BVB gegen HSV wird das große Duell heißen und bin mal sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao.